Hallo und moin moin, meine lieben deutschen Zuhörer. Hier ist wieder der Jörg vom YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth oder Stunde der Wahrheit, mit dem fünften Teil des Papiers über Luther 2017. 500 Jahre Reformation, wo stehen wir heute? Wir haben ja nun schon eine ganze Menge in diesem Papier gesehen. Wir hatten analysiert, wo wir heute stehen, so ein bisschen. Wir haben den Protest der christlichen Fürsten gesehen. Welche Autorität gilt? Wir hatten über die Verfolgung gesprochen. Wir hatten über liebet eure Feinde gesprochen. Wir hatten darüber gesprochen, ob der Papst wirklich der Stellvertreter Jesu ist. Ja? Und hatten auch die Lüge des Antichristen aufgedeckt, auf der Basis von Daniels unerfüllter 70. Woche, wie die römisch-katholische Kirche das lehrt. Wir hatten über die globale Macht gesprochen und eben auch deutlich herausgestellt, dass der Vatikan an erster Stelle eine politische Macht ist, anstatt eine spirituelle. Aber natürlich ist sie das spirituell auch, das will ich gar nicht unterspielen. Aber was die meisten Leute eben nicht sehen, ist eben die politische Macht, die es ist. Dann hatten wir über die ökumenische Bewegung gesprochen, die halt eingesetzt wurde mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1962 bis 1965. Hatten dabei auch festgestellt, dass Rom sich nie verändert. Rom bleibt Rom und sind danach auf das Jubiläum eingegangen, das 500-Jährige, das wir hier ja besprechen, mit der Reformation zwischen 1517 und 2017. Und eben auch festgestellt, dass mit der ökumenischen und charismatischen Bewegung, die angefangen hat halt im Zweiten Vatikanischen Konzil, im Grunde die römisch-katholische Kirche den Protestanten ein Ultimatum gesetzt hat, um zurückzukommen unter die Fittiche von Rom. Was dann ja auch passiert ist 1999 mit dem Vertrag zwischen der lutherischen Weltgemeinschaft und später, ein paar Jahre später, mit den Methodisten, die dazu gekommen sind, hatten festgestellt, dass Rom sich nicht verändert, sondern dass sie das nur von denen verlangt, die wieder unter ihre Fittiche kommen. Die müssen sich verändern, die müssen Kompromisse schließen. Etwas, was die Bibel uns eindeutig verbietet zu tun. Und sind inzwischen jetzt angekommen im nächsten Thema, das heißt, die Strafe gehört in die Zukunft. Über welche Strafe sprechen wir denn da? Wir sprechen da über die Strafe, die Gott denjenigen gibt, die eben von seinem Glauben abfallen. Und wir lesen dann auch gleich am Anfang, also die Strafe gehört in die Zukunft, aus Matthäus 3, 10, Vers 40 bis 42. Und da lesen wir, Zitat: Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende der Weltzeit. Des Menschen Sohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reiche sammeln alle Ärgernisse und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Ende Zitat. Die Strafe gehört in die Zukunft, ans Ende der Welt. Die Gottlosen brennen nicht heute schon in der ewigen Hölle, wie es die römisch-katholische Kirche verkündet. Und sie brennen auch nicht im Fegefeuer, das eine total unbiblische und unchristliche Lehre ist. Leider sind einige, na, ich würde sagen alle protestantischen Kirchengemeinschaften heutzutage von eben dieser falschen Verkündigung über die ewige Pein angesteckt worden. Das heißt, sie haben ihre ursprünglichen Lehren, ihren ursprünglichen Glauben an die Bibel und die Bibel alleine, sola scriptura, aufgegeben und sich in der Hinsicht dem Vatikan angepasst. Wie kann sowas passieren? Naja, der Vatikan beherrscht über 1 Milliarde sogenannte Christen, Katholiken. Da kommen wir auch später noch in diesem Dokument zu, und dann werdet ihr sehen, dass ich es nicht über die Personen selber habe, sondern über das System und die Lehre. Also sie beherrscht über 1 Milliarde Menschen durch ihren Katholizismus, alleine schon was das Spirituelle angeht, und wie ich ja deutlich genug erklärt habe, eben durch das römisch-kanonische Recht, das über dem zivilen Recht eines Staates steht, eben auch alle anderen. Also im Grunde ist die ganze Welt katholisch. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Dadurch, dass eben die Masse an diese ganzen Dinge denkt, die große Menge, wie man immer sagt, die Mehrheit, die ja nie verkehrt ist, wenn man politisch korrekt denkt, das muss man ja heutzutage immer, dadurch ist im Grunde die ganze Welt angesteckt worden von dieser Falschlehre, und alles läuft dem lustigen Papst mit seinem Fischhut in Rom hinterher. Und niemand sucht noch Jesus Christus, der auf dem Thron neben seinem Vater im Himmel sitzt im Augenblick.
Aber Satans ewige Strafe wird auch beschrieben in der Bibel. Und das lesen wir unter anderem in Hesekiel 28, und zwar Vers 18 bis 19. Zitat: Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handelns, hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ ich Feuer von dir ausgehen, welches dich verzehrte, und ich habe dich auf Erden zu Asche gemacht vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kannten unter den Völkern, entsetzten sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und bis dahin für immer. Ende Zitat. Bis dahin für immer. Um es richtig auszurücken. Folglich gibt es keine ewige Pein, wie die katholische Kirche behauptet. Es ist immer, vergesst das nicht, 180 Grad umgekehrt von dem, was die römisch-katholische Kirche lehrt, die Wahrheit. Es gibt keine ewige Pein. Die Gottlosen werden ihre Strafe erhalten. Ja, am Ende der Welt. Die mit dem Tode endet. Sie werden zu Asche. Das Feuer ist unauslöschlich, solange die Strafe währt. Ewig im Sinne von endgültig, unabänderlich. Im Griechischen steht an dieser Stelle das Wort Aion. Das kennen wir wahrscheinlich auch unter Äon, ne? Welches lange Zeit, Lebenszeit, ewig bedeutet. Wenn der Gottlose nun im Feuersee lange Zeit oder auf Lebenszeit seinen Taten entsprechend bestraft wird, so endet dies mit dem Tod. Gott hat verheißen, das Wirken des Teufels zu zerstören, die Gottlosen zu strafen und einen neuen Himmel und eine neue Erde als Lebensraum vorzubereiten. Der Apostel Petrus beschreibt dies so in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13 bis 14. Zitat: Wir erwarten aber einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in welchem Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr solches erwartet, so befleißiget euch, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden erfunden werdet. Ende Zitat. Und Johannes kommt zur gleichen Schlussfolgerung. Das lesen wir in Offenbarung 21, Vers 1, Zitat: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ende Zitat. Diejenigen, die weiterhin an ihrer Theorie der ewigen Pein festhalten wollen, stehen vor der Frage: Wo ist die Hölle, wenn die erste Erde verschwunden und auch das Meer nicht mehr ist? Nun, es ist ja, wie hier geschrieben steht, eine Theorie der ewigen Pein. Da muss ich nochmal eben zu sagen, Gott wäre ein schrecklicher Gott, wenn er die Menschen, die gesündigt haben und nicht deren Namen nicht in dem Buch des Lebens steht, auf ewig und ewig und ewiglich in der Hölle brennen lassen würde. Aber wir haben nicht so einen schrecklichen Gott. Wir haben einen liebenden Gott. Und er straft, ja, aber er straft zeitlich begrenzt. Diese Theorie, die Menschen, die weiter an dieser Theorie der ewigen Pein festhalten wollen, die nenne ich dann mal Verschwörungstheoretiker. Aus dem einfachen Grund, sie untersuchen nicht die Fakten einer Theorie und sind somit auf Vermutungen, Hörensagen und Falschinformationen angewiesen. Das Wort Gottes beweist die Falschheit ihrer Annahme, beweist die Falschheit ihrer Theorie. Wo ist die Hölle, wenn die erste Erde verschwunden und auch das Meer nicht mehr ist? Sie findet sich nicht auf der Erde, weil die Elemente und die ganze Erde im Feuer zerschmelzen werden. Jeder Keim der Bosheit ist fort. Es gibt kein Böses mehr dann. Nicht ein einziger Virus von Bosheit ist mehr vorhanden. Dies würde nur noch einmal die Existenz der Gerechten verderben. Also muss das vollständig verschwinden. In weiser Voraussicht wird Gott deshalb alles Böse im Feuer zerschmelzen und zunichte machen. Nichts wird davon übrig bleiben. In alle Ewigkeit hin. Und wenn da nichts von übrig bleibt, dann brennt man eben auch nicht ewiglich. Gott wird das Dasein in den Zustand zurückführen, in dem sich der Garten Eden vor dem Sündenfall befand, wo der Mensch von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden konnte. Auf der neuen Erde wird es keinen Diebstahl mehr geben. Niemand, der schlecht über andere redet oder herzieht. Keine Totschläger, keine Kriege, keine Sorgen und Schmerzen, keine Krankheiten.
Die Bibel beschreibt diesen Zustand auf der neuen Erde so. Zitat: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ende Zitat. Offenbarung Kapitel 21, Vers 4. Wenn es so wäre, wenn, dass die Gottlosen in ewiger Pein leben würden, so fänden sie weder Platz auf der alten Erde, denn sie existiert nicht mehr, noch auf der neuen Erde, denn dort ist kein Platz für Schmerzen, Sorgen oder Pein. Auf ihr werden nur die Gerechten wohnen. Mögen alle, die dies hören, die Errettung in Jesus Christus annehmen und um die Kraft des Heiligen Geistes bitten, um Jesus wahre Jünger zu sein, so dass sie dabei sein dürfen, wenn Jesus die Seinen ruft, durch Gottes große Gnade die neue Erde erleben zu dürfen. Die Theorie der ewigen Pein ist eine fürchterliche Schreckensankündigung, die auf den Müllplatz menschlicher Irrlehren verbannt gehört. Es ist eine Theorie, Punkt 1, und Punkt 2 finde ich noch wichtiger, was hier gerade jetzt steht, eine Schreckensankündigung. Es ist genau wie mit allen anderen Dingen in dieser Welt, mit dem das System, wo der Staat mit der Kirche zusammenarbeitet, das heißt sowohl der Staat als die Kirche, wollen die Menschen in ständiger Angst halten. Erst halten sie in ständiger Angst hier in diesem Leben, mit Kriegen und Gerüchten von Kriegen und Hungersnöten und finanziellen Desastern und ökonomischen Desastern. Und dann tut die Kirche ihr übriges Weiteres und lehrt, dass wenn du hier unten schlecht warst, dann wirst du auch noch ewig in einer Hölle brennen. Das ist nur Angstmacherei. Und hat nicht mal ein deutscher Filmmacher einen Film gemacht, der hieß Angst essen Seele auf? War das nicht Rainer Werner Fassbinder, denke ich? Angst essen Seele auf? Was heißt denn das, wenn man darüber nachdenkt? Das heißt, dass die Angst, in der du versetzt wirst, wenn du ihr nachgibst, dass sie deine Seele, dass sie deine Spiritualität aufisst. Und es bleibt dir nur die Spiritualität über, die der Mensch dir hier lehrt auf dieser Erde. Die Theorie der ewigen Pein ist eine fürchterliche Schreckensankündigung und es ist eine Theorie, die jeder entblößen kann als Lüge, wenn er das Wort Gottes, die Bibel, zur Hand nimmt und liest, was Gott darüber zu sagen hat. Nicht, was der Mensch darüber zu sagen hat, was Gott darüber zu sagen hat. Diese Theorie kann nicht mit Jesus' Liebe in Einklang gebracht werden. Jesus will für uns nur das Gute. Er hat Satan gestattet. Das hat er getan. Er hat Satan gestattet, seine Karten auszuspielen, sodass allen klar wird, dass er ein Teufel ist. Im Gegensatz zu dem Teufel zwingt Gott niemanden, und hat dies auch nicht mit Satan getan. Das muss man mal verstehen. Diese ganze Welt ist doch nur darauf ausgerichtet, uns zu Dingen zu bewegen, die wir eigentlich nicht wollen. Das heißt, uns dazu zu zwingen. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. In welcher Form sich die Gewalt auch immer äußert. Äußert sie sich in Hungersnöten, in ökonomischen, also wirtschaftlichen Desastern, äußert sie sich in Kriegen, äußert sie sich in irgendwelchen teilweise auch von Menschen gemachten Naturkatastrophen, spielt keine Rolle. Solange wir nur Angst haben, dass wir gezwungen sind, dem Menschen zu glauben. Und da der Mensch, also vor allen Dingen das System des Antichristen und das politische System, das für ihn arbeitet, nichts anderes tut, als uns zu belügen und betrügen und zu zwingen in die Richtung, die sie wollen, und uns gleichzeitig das Wort Gottes wegnimmt, durch die Bibeln zu verfälschen, die Bibeln zu verbieten und das Wort Gottes von uns wegzunehmen, dadurch haben sie so leichtes Spiel. Und nur wenn man sich mal wirklich die Frage stellt, ja, was kann ich denn wirklich tun? Ja, das ist zum Wort Gottes zu kehren und zu sehen, dass wir eine Lüge leben, die uns aufgedrückt wird, um uns in Angst zu halten und um uns den Frieden zu nehmen,
Und da spreche ich jetzt von dem inneren Frieden, den wir haben können, dadurch, dass wir wissen, wo wir herkommen, warum wir hier sind und wohin wir gehen, wie wir im letzten Teil besprochen haben. Wenn ich das weiß, dann habe ich doch meinen Frieden gemacht. Mir persönlich, Jörg, heutzutage ist es wurscht, was auf dieser Welt mit mir geschieht. Ob man mir das Leben nimmt oder nicht, oder ob es mir auf andere Art und Weise genommen wird, durch Krankheit oder jetzt durch Verfolgung oder was weiß ich, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, weil ich weiß, es wartet etwas Besseres auf mich. Ich habe Jesus Christus als meinen Erlöser akzeptiert und das gibt mir so eine Ruhe, dass kommen kann, was da wolle. Es spielt keine Rolle. Diesen Frieden gönne ich jedem meiner Brüder und Schwestern in Christus genauso. Und nur der, der die Bibel wirklich versteht, der weiß, dass er in dieser Welt leben kann, solange er nicht von dieser Welt ist, wie Jesus auch gesagt hat. Wir leben in dieser Welt und das können wir nicht ändern. Wir können das System nicht ändern. Wir können das regierende System, das Zeichen von Kain trägt, nicht umwerfen. Das geht schon mal gar nicht mit kriegerischen Mitteln und das wird auch nicht unbedingt mit dem Wort Gottes gehen. Man kann es nur versuchen und halt das zweischneidige Schwert, das Wort Gottes, gebrauchen und probieren, die Leute davon zu überzeugen. Aber nicht jeder will überzeugt werden, weil die meisten eben nicht bereit sind, das, was sie hier im Leben denken, zwischen Anführungsstrichen, erreicht zu haben, mit dem sie sich verreichert haben, die ganzen Besitztümer, die sie sich angehäuft haben, sind es wenige oder sind es viele, spielt keine Rolle. Wenn ich wenig Besitztümer habe, dann bin ich sogar noch viel geiziger damit, als wenn ich viel habe. Weil ich eben mehr zu verlieren habe, weil ich habe ja schon nicht so viel. Und die meisten Leute sind nicht bereit, das aufzugeben. Die halten an dem Weltlichen fest und verstehen nicht, dass wir in der Hinsicht, sage ich das jetzt mal, ist vielleicht nicht so ganz die richtige Ausdrucksweise, aber spirituelle Wesen auch noch sind. Das Königreich Gottes ist auf dieser Welt, aber es ist spirituell. Es ist nicht materiell sichtbar. Und wir nehmen nur das mit unseren Sinnen wahr, was wir hören können, sehen können, schmecken können, fühlen können, riechen können. Und das Königreich Gottes können wir mit diesen Sinnen nicht wahrnehmen. Das ist geistig. Und dass das kein Humbug ist und dass das nicht irgendwie eine Theorie ist, das hat Jesus ja wohl mehr als genug bewiesen. Und das beweist das Wort Gottes, die Bibel, durch die ganze Geschichte durch. Gott zwingt niemanden, aber Satan zwingt alle. Bald sind alle Beweise auf den Tisch gelegt. Die Vernichtung Satans und all derer, die sich aufrührerisch auf seine Seite gegen Gott und damit auf die Seite von Hass und Lieblosigkeit, Selbstsucht, Unehrlichkeit, Grausamkeit und Zerstörung gestellt haben, ist in letzter Konsequenz ein Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen und allem Leben. So wartet alle Kreatur auf den Tag der Abrechnung, so wie dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wo Gerechtigkeit wohnt, wo Jesu Liebe herrscht und es beständigen Frieden geben wird. Frieden, den wir hier auf dieser Erde immer nur versprochen bekommen, aber niemals bekommen werden. Wenn man jetzt nochmal eben zurückgeht, in einem der Teile hatte ich ja über die Gründung von Israel 1948 gesprochen und wie das zum Plan des Antichristen gehört, um Daniels unvollendete 70. Woche nochmal nachzuspielen, also unvollendet in den Augen bitteschön des Antichristen, weil Jesus Christus hat die komplette Prophezeiung von Daniel mit inklusive der kompletten 70. Woche vor 2000 Jahren komplett erfüllt. Aber wie sie das nachspielen wollen, muss man doch mal überlegen. Wenn in Daniel in den Versen Kapitel 9, Vers 23 oder 24 bis 27 steht, dass eben die Stadt und der Tempel wieder aufgebaut werden, auch in trübseligen Zeiten. Das sind doch genau die Zeiten, die wir erleben, seit Israel 1948 da unten gegründet wurde. Und deswegen begreift ja auch jeder, mit diesen ganzen ständigen Friedensverhandlungen, die zu nichts führen,
Und die Kriege, die Israel in all den Jahren geführt hat, Sechstagekrieg und Yom Kippur-Krieg und was weiß ich noch, wie die alle heißen, das sind doch trübselige Zeiten. Das ist genau eine Widerspiegelung von dem, was es vor knapp 2000 Jahren war, also davor, ne, als sie das wieder aufgebaut hatten. Es ist genau dasselbe. Und deswegen sorgt der Antichrist dafür, dass wir eine Widerspiegelung der Zeiten damals, heute hier haben und sagt, guckt, das ist damals nicht passiert, weil ihr kennt ja Geschichte sowieso nicht, ihr kennt ja das Wort Gottes sowieso nicht, aber hier steht es geschrieben und ich zeige euch das jetzt, wie wir das hier heute hier euch vormachen und seht, das ist die Erfüllung der Prophezeiung. Total verkehrte Lehre. Nur wenn man weiß, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist, kann man diese Lüge entlarven und verstehen. Und dann kann man sich hinknien und dafür bitten und beten, dass die Juden zum Messias finden, zu dem einzigen Messias, dem Jesus Christus, den sie vor 2000 Jahren ans Kreuz haben schlagen lassen. Und nicht den Jesus Christus, den der Papst ihnen vorspielen wird, der kommen wird in der sogenannten Endzeit, wenn wir diese sogenannten 7 Jahre des Trübsals durchleben, auf die diese ganze falsche Lehre hinausläuft, sondern dass die Juden, die Moslems, die Hinduisten, die Buddhisten und alle anderen Glaubensreligionen doch bitte zu Jesus Christus und der Wahrheit finden mögen. Wenn ein großer Teil der Menschheit das entdecken würde, dann wäre das System von Rom morgen Toast. Leider steht es anders geschrieben und wird es nicht in der großen Menge passieren. Aber jeder Einzelne, der auf einmal die Wahrheit erkennt, weil Gott ihn auf die Schulter tippt, ist das durch diese Lesung oder ist das durch andere Forschung, die man anstellt, auf sonst irgendeine Art und Weise, jeder, den Gott auf die Schulter tickt und der sich umdreht und auf einmal hört und sucht und dann in dem Wort Gottes studiert, und lernt, dass er hier nur eine Lüge lebt und das akzeptieren kann und seinen Kopf frei macht von falschen Lehren und wie ein Kind rangeht an die Bibel und sie sich selbst interpretieren lässt und die Bibel versteht und zu Jesus findet. Jede Seele, die auf diese Art und Weise durch unsere Gebete oder auf andere Art und Weise, aber auch mithilfe durch unsere Gebete, erreicht wird und sich bekehren kann zu Jesus, ist alleine schon jede Anstrengung wert, um solche Lesungen und Videos, wie ich das hier mache, zu machen. Dafür tue ich das, weil ich liebe die anderen Menschen und möchte, dass sie dasselbe glückselige Gefühl erfahren, das ich erfahren habe, als ich durch Jesus errettet wurde, als ich Buße getan habe und ihn als meinen Heiland anerkannt habe. Es gibt da auch ein sehr schönes Gebet, wenn ihr wollt, dass ich das mal vorlese, auch in Deutsch, wie man Jesus akzeptieren kann, dann lese ich das gerne mal vor, in einem anderen Teil. Könnt ihr mir in den Kommentaren, könnt ihr mich das ja wissen lassen. Nur, im Grunde, das sind auch nur Worte, die aufgeschrieben sind, aber es sind die Worte, die aus eurem Herzen zu eurem Herrn selbst sprechen, die wichtig sind. Das Gebet, das ich da habe, das ist nur ein Leitfaden, das kann man gebrauchen. Es kommt dann nicht darauf an, die Wörter zu gebrauchen, weil Jesus sagt es selbst schon, wenn ihr vor eurem Richter steht, dann haltet den Mund und sprecht, wenn der Heilige Geist euch das eingibt. Bereitet keine Reden vor, bereitet keine Gebete oder irgendwas vor, sondern sprich in dem Augenblick mit Gott und mit Jesus, so wie du es für richtig hältst, weil du hast eine persönliche Beziehung zu Gott. Eine persönliche Beziehung, die der Papst gefährlich nennt. Da können wir auch gerne mal in einem anderen Teil drüber eingehen, wenn ihr wollt, dass ich euch das vorlese. Da hat er nämlich auch ein schönes Papier drüber gemacht. Der Papst macht so viel schöne Papiere, dass man den lieben langen Tag damit durchbringen könnte, das zu analysieren und die Lüge aufzudecken. Naja, das nächste Thema in diesem Papier lautet Kindertaufe und Konfirmation. Hierzu hat die römisch-katholische Kirche ein ellenlanges Papier veröffentlicht, das jeder gerne nachlesen kann.
auf ihrer eigenen vatikanischen Seite, nämlich auf www.vatikan.va. Ich gehe jetzt auf dieses Papier eben, weil es so lang ist, nicht im Detail drauf ein. Das möchte ich jedem im Selbststudium überlassen. Ich werde aber den Link zu der Seite, wo es über die Kindertaufe und eben ob Kinder gerettet werden können, wenn sie nicht getauft sind, das werde ich in der Beschreibungsbox des Videos hinterlassen und dann könnt ihr das anklicken und könnt das gerne selbst mal lesen. Also, Kindertaufe und Konfirmation. Die katholische Kirche praktiziert und verkündet die Kindertaufe und Konfirmation. Die Kindertaufe hat ihre Wurzeln in Augustinus' Lehre der Erbsünde. Er glaubte, dass ein Kind mit Sünde geboren wird. War das Kind krank und stand in der Gefahr zu sterben, musste es in aller Hast der Priester beigerufen werden, um den Kopf des Kindes mit Wasser zu übergießen. War dies geschehen, glaubte man, dass das Kind nun ein Christ wäre und erlöst würde. Diese Tradition wird heute noch praktiziert, weil es ist eine Tradition. Die römisch-katholische Kirche baut sich nur auf Tradition auf. Sie kommt aus Babylon. Und alles, was seit Babylon in der Hinsicht passiert ist, ist nur noch Tradition. Die Tradition wird heute noch praktiziert, obwohl ein kleines Kind noch nichts Böses getan hat. Es versteht noch nicht, was richtig und was falsch ist. Diese Fähigkeit wird erst später schrittweise entwickelt. Dabei hilft uns normalerweise die Erziehung, die wir von unseren Eltern mitkriegen. Und wo sorgt das Antichristensystem dafür, dass wir diese Erziehung nicht mehr wahrnehmen können? Es holt die Frauen hinter dem Herd aus dem Haus auf die Arbeit und sorgt dafür, dass sobald sie ihre Kinder geboren haben, so schnell wie möglich diese in Krippen und Kindertagesstätten und was weiß ich nicht wohin abgegeben werden, dann in den Kindergarten, dann in die Vorschule, dann in die Schule. Und jedes Mal, wenn das Kind außerhalb des Heimes ist, wer beeinflusst denn dann, was das Kind später als gut und böse akzeptiert, was das Kind dann für Werte hat, was es für Moral hat? Der Staat, der die leitende Hand hat, der in dem Augenblick, dem ich im Augenblick mein Kind in die Obhut gebe. Meine Fresse, habe ich eine Reue davon, dass ich alles dies damals nicht wusste, als mein Kind aufwuchs und ich mein Kind in demselben schrecklichen System habe groß werden lassen. Und heute habe ich die allergrößte Mühe, auf meinen Sohn noch irgendwo Zugriff zu bekommen, weil er so von diesem System indoktriniert ist, dass er schon seit Jahren, wenn ich ihn auch nur probiere, ansatzweise auf diese Richtung der Wahrheit zu bringen, nichts davon hören will. Diese Fähigkeit, um gut von böse zu unterscheiden und richtig von falsch zu unterscheiden, wird erst später entwickelt. Und in dieser Entwicklung lassen wir heutzutage unsere Kinder alleine. Wir überlassen sie dem Staat, wir überlassen sie der Kirche des Antichristen, dem Teufel. Und natürlich haben die Kinder dann ihre eigene Vorstellung davon, anstatt Gottes Vorstellung davon, was richtig und was falsch, was gut und böse ist. Die Bibel dagegen sagt aus, dass die Sünde Gesetzübertretung ist. Wir können das nachlesen, ich hatte das ja auch vorher schon mal zitiert. Da hatten wir festgestellt, dass die Übersetzungen da nicht so gut sind. Hier dann die Schlachter 1951, bis jetzt wohl noch die beste, die ich, wie ich ja bereits gesagt hatte, bereits fand. Aus 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 4, Zitat: Ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz. Und die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Ende Zitat. Das hatten wir ja in der letzten Lesung besprochen. Könnt ihr ja nochmal anschauen, was die König James dazu sagte, die ihm noch am deutlichsten war. Aber es sagt nicht nur Johannes, es sagt auch Hesekiel in 18, also Kapitel 18, Vers 20. Zitat: Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen, und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit, und auf dem Gottlosen
sei seine Gottlosigkeit. Ende Zitat. Dieser Text beweist, dass einem Kind nicht die Schuld seiner Eltern auferlegt wird. Menschen sind erst dann für ihre Sünden verantwortlich, wenn sie alt genug sind, selbst zwischen Recht und Unrecht unterscheiden zu können. Wie ich schon mal angeholt habe. Wie kann ich sündigen, wenn ich das Gesetz nicht kenne? Ich muss erst das Gesetz kennen. Als Kind kenne ich das Gesetz nicht. Das wird mir erst später gelehrt. Leider heutzutage eben die verkehrten Gesetze. Da hatten wir es ja gerade drüber. Da gehe ich jetzt nicht drauf zurück. Aber erst wenn sie alt genug sind, selbst zwischen Recht und Unrecht unterscheiden zu können, dann ist ein Kind oder ein Mensch, der eben ein Erwachsener, der vom Kind heranwächst, verantwortlich für ihre Sünden oder für seine Sünden. Daher besitzt das Kind selbst kein Sündenleben, das begraben werden soll, weil es ja noch unschuldig ist. Somit ist die Kindertaufe weder notwendig, noch ist sie biblisch. Natürlich ist sie nicht biblisch. Gott weiß, dass Kinder nicht sündigen können. Also warum soll ich sie taufen? Tatsache ist jedoch, dass das Kind schuldlos in eine böse Welt kam. Das kann man ja wohl unterstreichen. Die sündige Natur von seinen Eltern geerbt hat und unter dem gleichen Urteilsspruch steht, wie Adam ihn nach dem Fall erhielt. Zitat: Denn du bist Erde und zu Erde sollst du wieder werden. Erstes Buch Mose, also Genesis, Kapitel 3, Vers 19. Damit aber haben sie nicht das Versöhnungswerk verworfen, das Christus für alle vollbracht hat. An seinem Verdienst haben sie daher Anteil, wenn sie später Jesus als ihren Erlöser annehmen. An seinem Verdienst haben sie daher Anteil, wenn sie später Jesus als ihren Erlöser annehmen. Das ist ja der Grund meiner ganzen Predigt, meines ganzen Vorlesens, dass man eben zu der Erkenntnis kommt, Jesus als seinen Erlöser anzunehmen und nur Jesus Christus, niemand anders. Und wenn ich das tue, dann habe ich Teil an dem Versöhnungswerk, das Christus für mich und für alle anderen vollbracht hat. Als die Mütter ihre Kinder zu Jesus brachten, sprach er ihnen zu, dass den Kindern das Reich Gottes gehört, und er segnete sie. Und wir können das nachlesen in Markus Kapitel 10, Vers 13 bis 16. Zitat: Und sie brachten Kindlein zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber schalten die, welche sie brachten. Da das Jesus sah, ward er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kindlein zu mir kommen, wehret es ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ende Zitat. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Was sagt Jesus uns damit? Wir müssen alle Lehren, die uns in diesem System erstmal eingebläut wurden, von der Wiege an wegschmeißen und müssen mit einem weißen, einem weißgewaschenen, einem reinen Gehirn ohne irgendwelche Vorurteile an die Bibel rangehen. Wenn wir das tun und wenn wir ehrlich zu uns sind und wir tun das, dann wird niemand die Bibel leugnen. Niemand. Nur die meisten trauen sich nicht, ihre ganzen vorindoktrinierten Weisheiten, Lehren, was sie nicht alles mitbekommen haben auf dieser Welt, über Bord zu werfen und zu versuchen, neu anzufangen. Und das ist der Glaube, wenn ich im Glauben bin, ein Neuanfang. Und dieser Neuanfang wird dann eben bestätigt eben mit einer Taufe, wenn ich neu angefangen habe. Die Taufe ist nur ein Zeichen dafür, dass ich im Grunde schon neu geboren bin. Ich werde in dem Augenblick neu geboren, in dem ich Jesus als meinen Retter akzeptiere. Dann werde ich neu geboren, spirituell. Ich werde im Geist neu geboren. Das Wasser, was ich dann vielleicht hinterher noch gebrauche. Ich bin ja auch noch nicht getauft und wollte das vielleicht machen mit meiner Freundin Sandra in Deutschland dieses Jahr, weil sie der Einzige ist, dem ich vertrauen kann, der mich taufen kann, der auch was annimmt, dass ich das mache. Aber das ist nur eine Tat, das ist nur ein Werk.
Werke erretten uns nicht, aber der Glaube errettet uns. Jesus taufte sie nicht. Er segnete sie. Dies sollten auch wir mit Kindern tun, wenn sie klein sind. Sie segnen. Mit der Besprengung von Säuglingen führte die Priesterschaft einen Brauch ein, bei dem die Paten stellvertretend für das Kind glauben sollten, da das Kind keinen eigenen Glauben hat. In der Bibel dagegen wird festgestellt, Entschuldigung, Zitat aus dem Buch Römer, Kapitel 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Ende Zitat. Das Kind versteht nicht die Predigt und besitzt daher keinen eigenen Glauben. Darum lesen wir weiter in Markus 16, Kapitel 16, Vers 16, Zitat. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Hier steht nicht, wer aber nicht glaubt und nicht getauft ist, wird verdammt werden. Hier steht, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Das ist der Punkt. Die Taufe ist nur ein äußeres Zeichen dafür. Aber wirklich errettet wird man nur durch den Glauben. Sola Scriptura, solo gratia, sola fide. Daher muss derjenige, welcher den Wunsch hat, getauft zu werden, selber glauben. Den Part des Glaubens kann kein Pate stellvertretend für ein Kind, auch nicht für einen Erwachsenen, übernehmen. Auch wenn der Wunsch dahinter steht, dass das Kind später seinen eigenen Glauben entwickle, wenn es einst konfirmiert werde, gibt es hierfür keinerlei Garantie. Jetzt werden wir eben mal einige Taufbeispiele in der Bibel betrachten. Und beachtet dabei, dass der persönliche Glaube hierbei an absolut zentraler Stelle steht. Die nächste Stelle finde ich persönlich fantastisch. Fantastisch. Und wieder ein Punkt, wo ich sage, lest da mal die König James. Die ist noch besser als die Schlachter 1951 in diesem Fall. Wirklich. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Stelle. Als Philippus dem äthiopischen Kämmerer das Evangelium Jesu verkündete, sagte dieser zu Philippus, Zitat, ein Engel aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer. Und hier muss ich eben einfügen, in der King James Bibel steht deutlich, dass dieser Kämmerer, er ist ein Eunuche. Er ist ein Kastrat. Das ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen. Weil das ist schließlich einer, der keine sexuellen Gelüste hat und der von daher auch mental solchen Dingen viel offener steht, als ein Mensch, der ständig seinem, ihr wisst schon, hinterherläuft. Also in der Schlachterbibel steht Kämmerer und in der King James steht deutlich das Wort Eunuch, ein Eunuche. Also, Vers 27 nochmal. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, ein Äthiopier, ein Eunuche und gewaltiger Kandases, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war, der war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, geh hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen, und er sprach, verstehst du auch, was du liesest? Er aber sprach, wie kann ich es, wenn niemand mich anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf ward er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung ward sein Gericht aufgehoben. Wer aber will sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen.
ist also deutlich eine Stelle, in der in Jesaja beschreibt, was mit Jesus Christus hier passieren wird, Jahrhunderte bevor der Messias gekommen ist. In Vers 34 lesen wir dann weiter. Da wandte sich der Eunuche an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet solches? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und hob an mit dieser Schriftstelle und verkündete ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber des Weges dahin zogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er hieß den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Eunuche, und er taufte ihn. Ende. Und wir können das nachlesen in Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 26 bis 38, ohne meinen Kommentar dabei. Ich finde das eine wunderbare Stelle in der Bibel. Als Philippus das Evangelium in Samaria verkündete, gab es viele, die die Botschaft annahmen. Die Bibel berichtet über das Ergebnis von Philippus' Verkündigung folgendermaßen, Zitat: Da sie aber den Predigten des Philippus glaubten vom Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi, ließen sich taufen Männer und Frauen. Ende Zitat, Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 12. Männer und Frauen waren es, die getauft wurden. Keine Kinder! In der Bibel finden wir einen Bericht über einen Gefangenenwächter, der mit seinem ganzen Haus getauft wurde. Da muss es doch wohl auch Kinder gegeben haben, mag vielleicht jemand einwenden. Gleichwohl. In keinem dieser Fälle steht, dass kleine Kinder getauft wurden. Zu lesen ist, dass die Menschen der Verkündigung zuhörten, die sich taufen ließen, hatten zuvor Jesus im Glauben als ihren Erlöser angenommen. Der Bericht fährt fort. Der Gefangenenwächter sprach, und wir lesen das wieder in Apostelgeschichte 8, Zitat: Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm und allen, die in seinem Hause waren, das Wort des Herrn. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich auf der Stelle taufen, er samt den Seinigen. Und er führte sie in sein Haus, deckte den Tisch und frohlockte, dass er mit seinem ganzen Hause an Gott gläubig geworden war. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16, Verse 30 bis 34. Hier steht, dass Paulus zum Gefangenenwächter in Philippi und zu allen in seinem Hause sprach. Sie nahmen den Glauben an Jesus Christus an und wurden getauft. Wenn dies Kinder gewesen sein sollten, waren sie auf jeden Fall so erwachsen, dass Paulus ihnen Gottes Wort verkünden konnte. Sie verstanden dies und glaubten dem Wort, das sie hörten. So konnten sie auch getauft werden. Der persönliche Glaube ist immer die Voraussetzung für jede Taufe. Ich kann mich taufen lassen, wenn ich nicht glaube, aber der Glaube ist immer erst die Voraussetzung. Und ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, um in meiner eigenen Geschichte noch mal ein bisschen zu graben: Ich hatte mich, als ich 14 Jahre alt war, konfirmieren lassen. Ein Kumpel von mir sagte von: Ja, wenn du dich konfirmieren lässt, Junge, dann kommt deine ganze Familie zusammen, kriegst du Geschenke, das ist toll, wirst du reich von. Ja, reich bin ich da nicht von geworden, meine Familie war viel zu klein. Nichtsdestotrotz bin ich gesagt von: Oh, Konfirmation, ja gut, wenn du das machst, dann mache ich das auch mal. Ich war noch gar nicht getauft, weil meine Mutter damals immer sagte von: Ja, die war ja verständlich, meine Mutter, das begreife ich ja heute erst. Die hat ja gesagt: Ja, ich lasse das Kind doch nicht taufen. Wenn der Junge irgendwann mal zum Glauben findet, dann wird er davon selbst drauf kommen, dann kann er sich taufen lassen. Aber ich zwinge ihm keine Religion auf. Hat sie gut gemacht. Wirklich. Hat nur leider ein bisschen länger gedauert, hat bei mir 45 Jahre gedauert, bis ich den Glauben gefunden habe. Aber nichtsdestotrotz, die Geschichte geht weiter. Ich ging dann den Samstag einmal, oder Sonntag, was weiß ich, war wohl ein Samstag, in eine Kirche, da musste ich dann getauft werden, und ich hatte am selben Tag mit ein paar Freunden mich verabredet, dass wir eine Wehrsportübung machen würden, draußen in Ahrensburg, da am östlichen Rand von Hamburg, im Bismarckwald da. Und bin dann halt mit einer, ich war 14, ne? Bundeswehrhose, Springerstiefeln und ein Schiffchen auf dem Kopf dann in die Kirche reingelaufen, hab das Schiffchen dann abgenommen, hab meinen Kopf dahin gehalten, der
Pastor hat meinen Kopf besprenkelt und hat mich dann getauft. Ich taufte ihn auf den Namen Jörg. Was weiß ich, warum er diesen blöden Namen dazu gebraucht. Eine Taufe hat ja wohl mit dem Namen überhaupt nichts zu tun, aber so habe ich das halt damals verstanden. Ich habe mir die paar Tropfen drauf gemacht und bin mit meinen Springerstiefeln rausstolziert aus der Kirche. Ich habe gesagt, so, das war's jetzt. Das war meine Taufe. Klingt blöd, aber echt tatsächlich, ist wirklich so gelaufen. Wenn ich schwören dürfte, würde ich das tun, aber das müsst ihr ja nicht. Ihr müsst mir das Wort annehmen, dass ich die Wahrheit sage. Ich muss das ja nicht schwören. Also wirklich passiert. Deswegen war diese Taufe totaler Quatsch. Nicht nur, weil es eine besprenkelte Taufe war, also mit der Besprengung vom Wasser und keine vollständige Unterwassertaufe, sondern vor allen Dingen, weil ich damals überhaupt nicht geglaubt habe. Ich habe den Konfirmationsunterricht damals mitgemacht aus völlig falschen Voraussetzungen. Naja, heute ist das ein bisschen anders. Und heute würde ich den Konfirmationsunterricht auch nicht mehr mitmachen, aber das hat wieder andere Gründe. Aber inzwischen hat Gott mich gefunden und Gott hat mich getauft und Gott hat mich neu geboren. Ich habe Jesus gefunden und dafür bin ich jede Sekunde meines Lebens unglaublich dankbar. Aber der persönliche Glaube ist immer die Voraussetzung für jede Taufe. Das sollten wir dabei behalten. Das Wort Taufe stammt übrigens von dem Wort Baptisein. Das ist aus dem Griechischen abgeleitet, das in der Schmiede verwendet wurde. Dies bedeutet, dass ein Gegenstand in das Wasser, welches über ihm zusammenschlägt, getaucht wird. Wenn der Schmied eine Eisenstange in eine bestimmte Form gebracht hatte und diese Eisenstange in dieser Form gehärtet werden sollte, so tauchte er sie ins Wasser, sodass sie von diesem bedeckt wurde. Auf gleiche Art und Weise wird derjenige, der getauft wird, im Wasser untergetaucht, sodass es über ihm zusammenschlägt. Die Taufe symbolisiert auch, was in ihnen geschehen ist. Was in euch passiert, das symbolisiert die Taufe. Es ist nur ein Symbol, es ist nur ein Werk. Aber das, was in uns geschieht, das ist das, was uns neugeboren sein lässt. Sie zeigen symbolisch oder ihr zeigt symbolisch euer Einverständnis damit, dass Jesus für euch starb. Dass wir in unserem alten, sündhaften Leben gestorben und zu einem neuen Leben mit Christus auferstanden sind. Die folgende Schriftstelle beweist, dass es sich genau so verhält. Und wir können das nachlesen im Buch der Römer, Kapitel 6, Vers 3 und 4. Zitat: Oder wisset ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe auf den Tod, auf das, gleich wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ende Zitat. Dieser Text sagt deutlich, dass der, der getauft wird, im Wasser begraben wird und zu einem neuen Leben mit Christus aufersteht. Solche Praxis befindet sich nicht in der Kindertaufe und schon gar nicht beim Besprenkeln mit Wasser. Die Bibel nennt die Taufe auch einen guten Gewissensbund mit Gott. Dort steht ganz einfach, Zitat: Als Abbild davon rettet nun auch uns die Taufe, welche nicht ein Abtun fleischlichen Schmutzes ist, sondern die an Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Ende Zitat. Nachzulesen im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 21. Wenn wir im Alltag einen Vertrag mit jemandem abschließen, ist also wichtig zu wissen, was in dem Vertrag vereinbart wurde, bevor wir ihn unterzeichnen. Das hat vielleicht auch schon der ein oder andere in seinem Leben mitgemacht, dass er einen Vertrag unterschrieben hat, ohne die kleinen Buchstaben zu lesen, ne? Hand aufs Herz, ist doch jedem passiert. Im Zusammenhang mit der Taufe ist es jedoch wichtig, viel Zeit mit Gottes Wort und im Gebet zu verbringen, um den Inhalt des Bundes besser kennenzulernen. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb über die Glaubenstaufe oder Erwachsenentaufe gesprochen wird. Vor der Taufe muss eine gut überlegte Entscheidung getroffen werden, ein Beschluss, dass Gott uns verwandeln darf und wir um Kraft bitten, Jesus treu den ganzen Weg zu folgen, nicht ein Teil des Weges, den ganzen Weg zu folgen. Wie wir lesen im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21, Zitat: Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolget. Ende Zitat. Die Taufe soll ein äußerliches Zeichen
für die Verwandlung sein, die sich bereits in uns vollzogen hat, um damit nochmal den Punkt zu machen zu dem, was ich bereits vorher sagte. Die Konfirmation wurde von der katholischen Kirche im 11. Jahrhundert eingeführt. Es ist eine traurige Realität, dass nur sehr wenige, die an der Konfirmation teilnehmen, Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser angenommen haben. Ja, das ist genauso wie mit der Taufe. Die Leute lassen sich taufen, ohne Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser angenommen zu haben. Also, was habe ich dann von der Taufe? Oder wenn ich das nicht tue, was habe ich von der Konfirmation? Gar nichts. Ich hatte selbst nur, weiß nicht, 200 Mark oder sowas in der Zeit. Naja, dies beweist, dass diese Ordnung schlecht begründet ist. Luther schuf die Konfirmation zu seiner Zeit ab und bezeichnete sie als ein Affenspiel und Narrenwerk. Man ahmte einander nach und gab ein Versprechen ab, das man auf lange Sicht nicht einhalten könnte. Die Taufe von Kleinkindern sowie Konfirmation sind Traditionen, die von Menschen eingeführt wurden. Sie sollen anstelle der biblischen Taufe stehen. Unaufhörlich arbeitet der Teufel auf diese Weise. Echter Bibelglaube soll mit einer Nachahmung des Wahren ersetzt werden. Na also, diesen Satz kann ich ja gar nicht oft genug wiederholen, um in die Gehirne der Leute, die das hören, einzudrammen. Unaufhörlich arbeitet der Teufel auf diese Weise. Echter Bibelglauben soll mit einer Nachahmung des Wahren ersetzt werden. Der Satz ist so wichtig. Also bläut ihn euch ein. Die Bibel unterweist, dass es einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe gibt, wie wir in Epheser Kapitel 4, Vers 5 lesen. Die richtig verstandene biblische Taufe hat nichts zu tun mit einem Besprengen von Wasser auf kleine Kinder und auch nicht auf Erwachsene. Im Gegensatz dazu steht bei einer Glaubenstaufe das Hören des Evangeliums sowie der eigene, freie und persönliche Entschluss, Jesus Christus als Retter anzunehmen, im Zentrum. Der eigene, freie, persönliche Entschluss. Gott zwingt niemanden. Der Vater ruft uns zu Jesus und wir akzeptieren oder wir weisen ab. Das ist der freie Entschluss, den wir haben. Damit haben wir keinen freien Willen, aber wir haben eine freie Wahl. Großer Unterschied. Wer sich taufen lässt, folgt damit dem Beispiel Jesu. Letzterer wurde als Erwachsener im Alter von 30 Jahren im Jordan getauft, obwohl er der Taufe nicht bedurfte, da er keine Sünde begangen hatte und demzufolge keine Erlösung benötigte. Dennoch ließ er sich taufen, um ein Beispiel zu hinterlassen. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 3, Vers 3 bis 17. Zitat: Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Er aber wehrte es ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und da Jesus getauft war, stieg er alsbald aus dem Wasser, und siehe, da tat sich der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ende Zitat. Dennoch ließ er sich taufen, um ein Beispiel zu hinterlassen und seinen Fußstapfen zu folgen, wie wir in also im ersten Buch Petrus, Kapitel 2, Vers 21 lesen können. Hatte ich ja vorher schon mal, aber das Zitat kommt hier nochmal. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolget. Lasst uns zur biblischen Taufe zurückkehren. Und weder den Katholizismus noch den abgefallenen Protestantismus nachahmen. Lasst uns zur Bibel zurückkehren. Kleinkindertaufe und Konfirmation sind katholische, römisch-katholische, babylonische Traditionen. Alle, die glauben, dass sie erlöst werden, weil die Eltern sie taufen ließen, sind betrogen. Sie hatten keine Teilhabe an der biblischen Taufe. Nur die biblische Taufe besitzt dem Wort Gottes nach Gültigkeit.
alle, die Jesus folgen wollen und tun, wie er tat, werden sich für die Glaubenstaufe entscheiden. Jesus sagte zu Nikodemus, das lesen wir im 3. Johannes Kapitel, also Johannes 3, Vers 4 bis 8, Zitat. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in seiner Mutter Schoß gehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ende Zitat. Dies sollte uns alle zum Nachdenken anregen. Entscheidet auch ihr euch für die biblische Glaubenstaufe? Das Besprenkeln von Kindern ist nicht biblisch, sondern eine verführerische, von Menschen erfundene Tradition. Schließlich, Erlösung ist nicht gleichzusetzen damit, getauft zu sein oder seinen Namen in einer Mitgliederliste stehen zu haben, sowie auch nicht die Wahrheit zu predigen. Erlösung liegt verborgen in der lebendigen Verbindung mit Jesus Christus. Jeder, der eine solche tägliche, lebendige, persönliche Verbindung mit Jesus Christus hat, wird im Herzen erneuert und lässt durch den Geist Christi berührt sein Leben zu einem Glaubens- und Liebesdienst in Geduld, Sanftmut und Hoffnung werden. Ein jeder, der mit Christus vereint ist, wird ein lebendiger Missionar für alle um ihn herum sein. Ich gehe jetzt doch mal kurz auf den Artikel ein, den der Papst geschrieben hat über die persönliche Beziehung zu Jesu Christus. Ich lese euch das jetzt mal vor. Das ist der Papst. Jorge Mario Bergoglio, Franziskus, in einer Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom am 25. Juni 2014. Und der Link geht in die Beschreibungsbox des Videos, dass ihr das ganze Dokument selbst nachlesen könnt. Ich habe hier jetzt nur einen Teil des Dokuments. Aber hört mal zu. Der Papst sagt, wir sind nicht isoliert und wir sind keine individuellen Christen, jeder für sich. Nein, unsere christliche Identität ist die Zugehörigkeit. Wir sind Christen, weil wir zur Kirche gehören. Es ist wie ein Nachname. Wenn der Name lautet, ich bin Christ, so lautet der Nachname, ich gehöre zur Kirche. In diesem Sinne geht der Gedanke an erster Stelle mit Dankbarkeit an jene, die uns vorausgegangen sind und uns in die Kirche aufgenommen haben. Keiner wird Christ aus sich heraus. Ist das klar? Keiner wird Christ aus sich heraus. Christen werden nicht im Labor hergestellt. Der Christ ist Teil eines Volkes, das aus der Ferne kommt. Der Christ gehört einem Volk an, das Kirche heißt. Und diese Kirche macht ihn zum Christen. Am Tag der Taufe und dann im Lauf der Katechese und so weiter. Diesen Weg können wir nicht nur dank anderer Menschen leben, sondern zusammen mit anderen Menschen. In der Kirche gibt es kein Selbermachen, gibt es keine Einzelkämpfer. Wie oft hat Papst Benedikt die Kirche als ein kirchliches Wir beschrieben? Manchmal kommt es vor, dass man jemanden sagen hört, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, aber die Kirche interessiert mich nicht. Wie oft haben wir das gehört? Und das geht nicht. Es gibt Menschen, die behaupten, sie hätten eine persönliche, direkte, unmittelbare Beziehung mit Jesus Christus außerhalb der Gemeinschaft und der Mittlerschaft der Kirche. Das sind gefährliche und schädliche Versuchungen. Es sind, wie der große Paul der VI. Sagte, absurde Dichotomien. Ende dieser Lesung. Sucht euch das Papier raus. Das hat der Papst wortwörtlich, natürlich nicht, weil er hat sie ja in Italienisch gesagt, oder welche Sprache, spricht ja Italienisch, glaube ich, nur. Spricht ja kein Englisch oder kein Deutsch oder was auch immer.
Also nicht wortwörtlich, aber halt übersetzt. Hat er wortwörtlich das, was ich gerade eben vorgelesen habe, gesagt. Es gibt Menschen, die behaupten, sie hätten eine persönliche, direkte, unmittelbare Beziehung mit Jesus Christus außerhalb der Gemeinschaft und der Mittlerschaft der Kirche. Das sind gefährliche und schädliche Versuchungen. Ja, das ist mein Leben. Meine direkte, persönliche, unmittelbare Beziehung mit Jesus Christus. Und der Papst sagt, das sind gefährliche und schädliche Versuchungen. Und deswegen will er mich in seine Kirche mit reinziehen. Und das lasse ich nicht zu. Und ihr solltet das auch nicht. Nun, ich bin schon über eine Stunde wieder damit beschäftigt und werde also den nächsten Teil auch in diesem Thema jetzt erst im nächsten Video besprechen. Dann werden das halt 6 oder vielleicht noch ein paar mehr Teile. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich freue mich auf eure Kommentare, solange sie bitteschön mit dem Video selbst und dem Thema dieses Videos selbst zu tun haben. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr es bis jetzt noch nicht geschafft habt, wenn es noch bis jetzt noch nicht passiert ist, dann bitte nehmt die Bibel und findet zu Jesus Christus und findet zu eurem Erlöser und findet zum wahren, wirklichen Leben das, was uns dieses System hier so verborgen hat. Die halten uns hier eine Matrix vor. Von daher sollte man sich vielleicht die Filme Matrix und Sie leben aus den 80er Jahren, wenn ihr das noch kennt, sich mal anschauen. In den Filmen ist teilweise Wahrheit enthalten, die natürlich gemixt ist mit sehr viel Lüge und katholischer Doktrin, aber manche Leute wachen durch solche Sachen ja mal auf. Also ich habe Sie leben Anfang der 80er gesehen, ich habe es ganz toll gefunden und habe es leider überhaupt nicht verstanden. Heute verstehe ich das besser. Also, das war jetzt die 5. Lesung von Luther 2017, 500 Jahre Reformation. Wo stehen wir heute und was wählst du? Christus oder Antichrist? Ich hoffe und bete, dass du den Christen wählst und nicht den Antichristen, ne, der dir ja immer vorgeschüsselt wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass Gott euch in euren zukünftigen Wegen behüten und beschützen wird. Ich hoffe, dass Gott euch segnet. Ich bete dafür und bis zum nächsten Mal. Joggler 66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss.